Freunde, zurück nach ungefähr ein paar Wochen. Ich bin wieder alleine unterwegs und spiele ein bisschen Outer Rim, weil ich, wie schon öfters gesagt, ja nicht vom besten DLC überzeugt bin. Aber das ändert sich ja mit dem DevStar DLC. Da kommt wieder ein DLC, was richtig reinhaut. Aber ich bin heute am Dienstag, den 19.07.2016. Und in 2 Tagen wird etwas Großartiges passieren. Darauf habe ich schon immer gewartet. Zwar nicht perfekt, aber immerhin. Nämlich, man spielt zusammen mit Bots. Das wisst ihr wahrscheinlich schon alle, die das Video schauen. Mit Partner und Bots die normalen Spielmodi. Nur zwei verfügbar, nämlich einmal Pfizer Squadron oder in Deutsch Jägerstaffel und 8080. Keine Ahnung, wie das heißt, ehrlich gesagt. Kampfläuferangriff heißt es, glaube ich. Ich pack mal Bodyguard rein. Und ja, das passt doch eigentlich. Nee, Schockgranate. Ich bin nicht so ein Spieler, ehrlich gesagt. Ich kann mit der nicht spielen, weil ich das unfair finde. So, die DLT 19 finde ich gar nicht so schlimm. Oh, wir scheinen gerade wieder zu verlieren. Da ist es sehr gut, dass ich reingekommen bin. Genau, Skirmish heißt der neue Modus. Oh! Ja, EE4-Nutzer wieder. Also ich sag mal so, das, was das Bespin DLC, Entschuldigung, Neues reingebracht hat, was ich richtig schlecht finde, ist der EE4. Und wenn ihr jetzt alle sagt, ja, du kannst einfach nicht damit umgehen, kann ich. Und ich habe auch richtig viele Kills schon mit ihr gemacht. Zu viele sogar. Haha. So. Haben wir das schon mal? Kommt jetzt jemand hier runter? Schön von hinten. Ja, aber wenn du dich falsch hinstellst, dann bringt das mir alles nichts. Giftgranate erstmal rein. Wobei ich mir natürlich jetzt. Ah! Ich hätte Adrenaline Stim aktivieren sollen. Naja, nicht so schlimm. Also ich benutze jetzt auch ein neues Aufnahmeprogramm. Schaut das euch doch mal an! Das ist die. Ich habe mich schon genug drüber aufgeregt, aber trotzdem. Die E11 macht aus der Reichweite 25 Schaden. Das ist eine Pumpgun. Also, Entschuldigung, keine Pumpgun, aber eine Shotgun. Und jetzt kriegen wir Probleme. Schnell, 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 schnell. Schön. Zwei nehmen einen Pot ein. Scattergun, natürlich. Ja, Kinders, dann würde ich so sagen, wir wählen das andere Set aus jetzt, oder? Haha. Tja, Junge. Versucht er mit der Pumpgun mich zu killen. Was ist denn das? Nur noch 2 Tage. Das ist so klasse. Und ich freue mich auch übelst auf die neue Starcard, die dazu kommt. Oh, es ist mit der EE4 wieder. Also sagt mir, ob ihr sie auch nutzt oder sie auch zu schlimm findet. Weil das interessiert mich schon. Mir scheint es so, seit dem Update spielen sie alle damit. Alle, die spielen damit können, spielen auch damit. Dabei mag ich sie überhaupt nicht. Ja, schaut, EE4. Das Berserker ist da nicht aktiv, weil es erst ab 50% aktiv ist. Und trotzdem hat sie fast One-Shot gemacht. Genau, wo lag die da? Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Also am Mittwoch, nee, Quatsch. 21. ist der Donnerstag. Da werden wir erstmal schön ein paar Videos machen. Oh, schön, Kinders, danke. Tja, Kinders. Ah, ich bin negativ. Ah, ist nicht gerade die beste Runde für mich.
Aber man muss auch sagen, ich bin erst gerade nach Hause gekommen vom Badminton. Und habe ja gerade wieder angefangen zu spielen. Komm her, Skatergun, Skatergun, Skatergun. Ha, der muss sich richtig aufregen gerade. Assist, ja gut. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was dazu sagen soll, was der Kurix in seinem letzten Video gesagt hat. Ich muss auch sagen, ich habe es mir nicht angeschaut. Ja. Aber, hey. Oh, da unten. Oh mein Gott, Cycler Rifle. Warum schießt du mich nicht einfach ab? Ganz normal. Wie viel Leben hat denn der? Klar, steht plötzlich hinter mir. Ah, wir sind aber vorne. Das ist doch schon mal was. Wundervoll. Was? Wie kann... Ho, ho, ho. Runter, runter, runter. Der müsste jetzt... Hallo. Ah, ich habe nicht getroffen. Schönen Dank, Bruder. Bruder, Bruder, wir lieben dich, Bruder. Da kommt jemand, da kommt jemand. Ah, komm. Okay. Was? Danke. Okay, ja gut, es war auch wahrscheinlich. Ich bin immer so still. Das ist der Vorteil, mit Nico zusammenzuarbeiten, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ich weiß nicht. Ich bin noch schlechter, wenn ich mit jemand zusammenspiele. Es ist ja, gibt mir keinen Kill, obwohl es eigentlich auch als Kill zählt, aber. Das wussten ja auch viele noch nicht, was mich überrascht. Die Assists zählen ja jetzt als Kills. Weshalb auch meine KD steigt langsam. Langsam, aber stetig. Ja, warum schießt ihr gegen die Wand? Das ist schon ein bisschen dumm, oder? Ach, die kommt von unten. EE4. Das lobe ich mir. EE4-User sind ja auch eindeutig die skilligsten Leute hier. Ja! Ah, kommt schon. Ich will doch einfach nur. Ich will doch nur Kills machen. Einfach nur Kills. Gib mir Kills. Bitte, bitte. Aber wir gewinnen jetzt sowieso. Solange ihr C nicht einnimmt, seid ihr am. Ah. Niemand da. Points over points. Angehittet. Oh, wusste ich. Ich wusste, dass sie damit kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Victory. Ja, Kinders, das war eine kleinere Runde. Also, wie gesagt, ich freue mich eindeutig auf 21. übermorgen. Wer sich auch so freut wie ich, der lässt einfach mal ein Like da. Und wer sich nicht freut, wer dem alles egal ist, der lässt einfach ein Dislike da, dann sehe ich das ja, ne? Und wir sehen uns dann am Donnerstag, würde ich sagen, mit einem Video zusammen, dem Corix und mir. Und da werden wir erstmal schön den Skirmish-Mode ausprobieren, nicht?
stay in attack formation.